Dann haben wir jetzt direkt ein Thema, wo es ein bisschen mehr ins Innerliche schon reingeht. Und zwar haben wir zwei Kollegen vom Provinzialkonzern, Juliane Langer und Markus Hunger, sind dort beide Anwendungsentwickler. Und der Vortrag hat den schönen Titel: Muss nur noch 197.734 Mails checken. Lessons learned aus 2 Jahren Prozessentwicklung. Da geht es ein bisschen darum, sie haben im Bereich des Input-Managements evolutionär quasi erstmal von einem generischen Ansatz zu einer, ja, aufgabenspezifischen Modulen hin sich entwickelt und würden da ein bisschen berichten, wie sie das gemacht haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben und ihre Lessons learned mit uns teilen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Juliane und Markus, ich wünsche euch viel Spaß beim Vortrag und bis danach. Ja, danke schön für die Einleitung und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Hunger. Und wie schon gesagt, wir beide sind Anwendungsentwickler bei der Provinzial und kümmern uns ums Input-Management. Wir haben jetzt mal diesen Titel gewählt, weil wir vor 3 Jahren beschlossen haben, wir müssen mal mit unserem Input-Management ein bisschen aufräumen, die klassischen Wege irgendwie durchbrechen und haben gesagt, wir bauen das Ganze jetzt mal auf Prozessentwicklung um. Und dabei gab es ein paar Hürden, die es zu bewältigen gab, und darauf werden wir jetzt im Vortrag ein bisschen drauf eingehen und einen kleinen Ausblick geben, wo es vielleicht auch noch hingehen soll in den nächsten 2 Jahren. Ja, worüber wollen wir sprechen? Ich werde zum einen über das Dokument Input sprechen oder die Frage, wie kommt die Post zum Fachbereich? Gibt da ein bisschen Überblick über Zahlen und Fakten, welche Eingangskanäle gibt es, wie verteilen die sich so. Dann gehe ich nochmal auf unsere Historie ein, wo kommen wir her und wo sind wir mit der Prozessentwicklung bis heute gelandet. Und im zweiten Teil wird Juliane dann ein bisschen was über unsere eigenen Entwicklungen, den C3PO, berichten, über die Prozessarchitektur und den Einsatz von DMNs und anderen Camunda-Spezifika, die uns geholfen haben, Performance und Leistung zu verbessern. Ja, wie gesagt, wir machen Input-Management und da kann man am Tag auch gerne mal erschlagen werden. Das Ganze teilt sich so auf, dass wir einen Papier-Eingangskanal haben, einen Fax-Eingangskanal, die digitalen Eingangskanäle E-Mail und Mufu. Und dann noch den ganzen anderen Rest, den unsere Kollegen erzeugen und unbedingt ins Archiv pumpen wollen. Papier mit 4.000 am Tag wird immer deutlich weniger. Das merken wir selber auch. Genauso wie der altbackene Faxkanal. E-Mail hingegen steigt immer, immer weiter an. Also wir sind jetzt schon bei fast 11.000 und den MUFU-Eingangskanal, also Multifunktionsgeräte, den haben wir hier mal mit aufgenommen, denn das ist letztendlich unser erster Pilot für den ersten Prozess gewesen. Wir unterscheiden bei Posteingang nach Verbünden, also alles, was reinkommt. Wenn wir jetzt beispielsweise eine E-Mail haben, dann besteht die aus einem Verbund, das heißt, da ist ein Anschreiben und dann N Attachments. Und das sind dann wiederum unsere Einzeldokumente. Und das Ganze wandelt sich immer mehr. Die Kunden werden immer fauler und statt alles schön ins Anschreiben zu packen, wird einfach nur noch eine Nummer in den Betreff geschrieben. Und wir haben jetzt natürlich die Aufgabe, die Klassifizierungs- oder die für uns wichtigen Informationen aus den Dokumenten zu ziehen. Und das haben wir auch mit unseren Prozessen versucht. Ja, wo kommen wir historisch her? Also wir unterscheiden eigentlich so 4 bis 5 Input-Blöcke, die man durchlaufen muss, um eine saubere Verteilung zu gewährleisten. Das sind zum einen die Digitalisierung. Wir sprechen davon, dass die Dokumente, die eingehen, dass wir die so konvertieren, dass die archivkonform abgespeichert werden können. Dann sprechen wir von Klassifizierung. Hier nutzen wir Werkzeuge. Also in der Historie haben wir Werkzeuge benutzt wie Lokatoren, Regexe und Schlagwortkataloge, um eine bestimmte Intention in einigen Dokumenten zu erkennen. Im Anschluss müssen die konvertierten Dokumente in einem Bildarchiv abgelegt werden. Meistens haben wir auch noch schon vorhandene Metainformationen auf einer Datenbank abgelegt.
um dann letztendlich eine Verteilung im CRM zu gewährleisten. Das wurde uns Mitte 2019 dann aber einfach ein bisschen zu intransparent. Wie gesagt, die Eingangskanäle, gerade die digitalen, wurden immer mehr und der Schrei nach Flexibilität und Anbindung weiterer Eingangskanäle, wie zum Beispiel der Telefonie oder einem WhatsApp-Chatverlauf, waren groß. Natürlich gab es auch immer wieder mal Leute, die wollten, dass wir ein bisschen mehr State of the Art machen, KI anbinden, um einfach eine bessere Verteilung zu gewährleisten. Wir haben uns dann für Prozessautomatisierung entschieden, weil einer der Punkte war auch, dass wir mehr Transparenz schaffen wollten, und mit einem entsprechenden Cockpit ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. So, und jetzt komme ich wieder zurück auf unseren Mufu-Eingangskanal, den wir als ersten Piloten gewählt haben. Unser erstes Ziel war, wir machen einen großen Prozess für alle Eingangskanäle, also einen generischen Prozess für alle vier Eingangskanäle. Was haben wir? Also wir haben den Mufu-Kanal eingebunden, haben die Digitalisierung eingebunden und haben bei der Klassifizierung unseren, wie soll ich sagen, unseren Werkzeuggürtel etwas erweitert. Also wir haben durch neuronale Netze und KI-Einsatz in Form von Docker-Containern haben wir eine Volltext-Extraktion und eine Intentionserkennung an den Start gebracht, die versucht hat, die eingehenden MUFU-Dokumente dann zu erkennen. Dann haben wir anhand des extrahierten Volltextes versucht, Ordnungskriterien zu extrahieren, also sowas wie eine Versicherungsnummer oder eine Schadennummer. Diese extrahierten Ordnungskriterien haben wir dann gegen Bestandsinformationen angereichert und validiert. Und im Nachgang haben wir uns gedacht, wir brauchen auch noch einen generischen Prozess für die Archivierung und die Ablage im CRM. Und das ist dann unser sogenannter DocArch. Und damit war quasi der erste Pilot entstanden, unser Doc1-Prozess und der DocArch-Prozess. Mitte 2020 mussten wir dann leider unseren generischen Ansatz wieder verwerfen. Wir haben nicht bedacht, dass der MUFU-Eingangskanal immer nur aus einem Dokument besteht, eine Mail aber leider immer aus mehreren Dokumenten, also aus einem etwas komplexeren Verbund, und dass die Informationen, die zur Verteilung führen, ja in einem dieser Dokumente verbuddelt werden können. Wir haben also einen Zweitprozess aufgesetzt, den DocMail, der die Eingangskanäle E-Mail und Fax bedient. Auch hier haben wir wieder unsere Volltextextraktion und unsere Intentionserkennung drüber laufen lassen, haben die gefundenen Ordnungskriterien wieder gegen unsere Bestandsdaten validiert und haben aber diesmal nicht nur auf einem Dokument Informationen gesucht, sondern wir sind halt über eine gesamte, also wir sind halt über alle Dokumente iteriert und haben über alle Dokumente die Informationen gesammelt und letztendlich auch in einer NoSQL-Datenbank für spätere Verwendung gespeichert. Der DocArch hingegen, da hat der generische Ansatz sehr gut geklappt, sodass wir gesagt haben, externe und interne Clients können sich gerne dieser Schnittstelle bedienen. Das kam damals auch ganz gut an. Also die interne Verarbeitung läuft eigentlich nur noch über den DocArch und damit waren wir ziemlich zufrieden. Anfang 2021 haben wir dann bei näherer Betrachtung der beiden Prozesse gemerkt, es wiederholt sich immer wieder etwas. Also wir müssen unsere gefundenen Informationen immer wieder validieren und wir müssen gerade bei diesem komplexen Struktur der E-Mail müssen wir konsolidieren. Das heißt, wir müssen entscheiden, welche der gefundenen Dokumentinformationen führt denn jetzt primär zur Verteilung in unserem CRM. Die Folge daraus war, dass wir dann einfach die Bestandteile der Validierung und der Konsolidierung ausgelagert haben in Subprozesse, hier dargestellt durch den DocVal und durch den DocCons. Im DocCons haben wir dann auch endlich mal unser Fachwissen spielen lassen und haben mit sogenannten DMNs
Regelwerke aufgestellt, also fachliche Regelwerke, die zur Konsolidierung geführt haben. Um uns ein bisschen vom CRM abzukapseln, haben wir zusätzlich auch ein eigenes Datenmodell im Hintergrund entwickelt. Also Datenmodell soll heißen, da findet man den Volltext, da findet man die Intention, die gefundenen Ordnungskriterien und allerhand Informationen, die zur Entscheidung geführt haben. Und dieses Datenmodell legen wir bis heute auch in der NoSQL-Datenbank ab. Ja, zu guter Letzt ist dann unser Papiereingangsprozess an den Start gegangen. Der DocPub, auch hier konnten wir den generischen Ansatz nicht fortführen. Papier hat halt die Eigenart, dass er bei uns über sogenannte Input-Scanner geht und dass wir hier eigentlich gar keine Digitalisierung mehr brauchen. Das heißt, auch hier haben wir wieder einen eigenen Prozess entwickelt. Und auch hier haben wir wieder gemerkt, die Klassifizierung ist nochmal ein ganz anderer Bereich, den wir aus allen drei Prozessen extrahiert haben. Also alles, was mit dieser Volltextextraktion, der Intentionserkennung und der Entscheidung, nehmen wir jetzt ein KI-Ergebnis oder nehmen wir ein Schlagwortergebnis für die Intention, das haben wir alles in einen Subprozess, den sogenannten DocClass, ausgelagert. Das war vor einem guten halben Jahr jetzt unser Endstand. Wir arbeiten derzeit so ein bisschen an einer Tiefenextraktion. Das heißt, wir versuchen bei bestimmten Dokumententypen, die wir erkannt haben, eine Tiefenextraktion durchzuführen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man aus einer Rechnung Rechnungsbeträge ausliest, um sie dem Sachbearbeiter zur Verfügung zu stellen. Wenn wir mal keine Informationen gefunden haben, die zu einer sauberen Verteilung führt, haben wir unserem Webviewer beigebracht, er soll doch auch bitte ein sogenanntes Klassifizierungsfenster zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn im Prozess gemerkt wird, dass wir zu wenig Infos haben, dann schleusen wir quasi dieses eine Dokument an den Webviewer und ein Kollege aus dem Input-Management kann sich das Dokument dann über den Viewer anzeigen und nachklassifizieren. Das ist eine sogenannte User-Task und wenn die abgearbeitet wurde, dann fließt das wieder zurück in den normalen Prozess. So, jetzt habe ich nur mit so Prozessblöcken gearbeitet. Dahinter verbergen sich tatsächlich auch Prozessmodelle und auch ganz viel Logik. Ist jetzt ein bisschen klein bestimmt, aber ich hoffe, das verdeutlicht es ein bisschen. Wir haben insgesamt 8 Prozesse, die wir derzeit verwenden im Input-Management. 7 habe ich bereits erwähnt. Der DocAuto ist nochmal so ein kleiner Sonderling, der in der letzten Zeit entstanden ist. Ich hatte ja gerade schon von einer Tiefenextraktion gesprochen. Tiefenextraktion, weil so Rechnungsbeträge oder bestimmte Informationen können halt auch dazu führen, dass wir bestimmte Dokumente in einen automatisierten Subprozess auslagern, damit der Sachbearbeiter mit einer Bankverbindungsänderung oder einer Rechnungsüberweisung eigentlich nichts mehr zu tun haben muss. Um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen besser zu veranschaulichen, wird Jule jetzt übernehmen und einfach mal beispielsweise eine Mail mit einem Schadenmail mit Fotos und mit Rechnungen einmal durch dieses Prozesskonstrukt jagen. Genau, ich hoffe, das hat geklappt mit der Bildschirmübergabe. Wir schauen uns jetzt einmal an, wie so eine E-Mail durch unsere Prozesse durchläuft und wir bleiben einfach bei so einem Beispiel von einer typischen Schadenmeldung. Es war ein Sturm, der Kunde schickt uns hier, bei mir ist was kaputt gegangen, mit einem Foto und einer Rechnung, was ersetzt wurde. Und das Ganze läuft dann bei uns als E-Mail rein und der E-Mail-Prozess, also der DocMail, wird instanziert. Jeder, der Camunda kennt, kennt diese Tokens, die jetzt hier so durchfließen. Wir haben versucht, das einmal zu visualisieren, damit man sieht, wie das bei uns so zusammenhängt. Also die Mail kommt rein und wird erstmal in ihre Bestandteile zerlegt, also diese 3 Dokumente. Und jetzt wollen wir erstmal auf Einzeldokumentebene schauen, was für Informationen stecken in jedem dieser Dokumente drin. Deswegen durchlaufen wir eine Einzeldokumentschleife. Das Anschreiben wird auf Nummern überprüft und ruft dann den DocWall auf.
und durchläuft den. Also wir schauen, welche Nummern werden bei uns gegen den, sind im Bestand und werden validiert, geben die Informationen zurück an den E-Mail-Prozess und dann gehen wir in die Klassifikation. Da, wie schon erwähnt, haben wir verschiedene Methodiken, die uns eine Klassifikation ermöglichen, eine KI, Schlagwortbasierte Entscheidungstabellen und auch andere Data Matrix Code Klassifikationen. Zu dem Zeitpunkt wissen wir dann hoffentlich, dass wir hier ein Anschreiben haben. Vielleicht erkennen wir sogar schon die Schadenmeldung darin und geben das Ganze dann zurück an den E-Mail-Prozess. Der hat dann für das erste Dokument diese Einzeldokumentverarbeitung abgeschlossen. Und genau das Gleiche passiert natürlich auch mit den anderen beiden Dokumenten. Wir validieren Nummern. Auf dem Foto finden wir wahrscheinlich nicht viele und danach klassifizieren wir das und erkennen dann hoffentlich, dass es ein Foto ist. Auch hier fertig mit der Einzeldokumentverarbeitung vom Foto und auch für das letzte Dokument, also die Rechnung, suchen wir Nummern raus, validieren die. Und wenn das geschehen ist, sind wir insgesamt mit der Validierung auf Einzeldokumentebene fertig. Gehen auch noch einmal in die Klassifikation für die Rechnung. Und melden auch das zurück, haben die Klassifizierung der Dokumente abgeschlossen und somit erstmal alles erledigt, was wir auf Einzeldokumentebene machen. Und ab jetzt geht es im Verbund wieder weiter. Das heißt, der E-Mail-Verbund läuft dann in die Konsolidierung. Und damit rufen wir dann den DocConf auf und entscheiden uns dann, welche Informationen jetzt hier so wichtig sind, dass sie halt das Routing, also die Verteilung im CRM beeinflussen. Und hier kommt jetzt dieser Doc-Auto ins Spiel. Wenn wir uns entschieden haben, wie unser Routing aussehen soll, dann wollen wir, bevor wir das jetzt final abschließen, nochmal gucken, ob wir denn irgendwelche Folgeprozesse anstoßen können. Also wir haben im Haus natürlich auch andere Camunda-Prozesse, andere Fachbereiche, die sich mit Camunda oder Prozessautomatisierung beschäftigen. Und wir möchten schauen, haben wir in unserer E-Mail irgendeinen Dokumenttyp erkannt, der so einen Folgeprozess aufrufen könnte. Also zum Beispiel aktuell können wir Bankverbindungsänderungen automatisch weiterverarbeiten. Dann würden wir jetzt hier einfach einen anderen Prozess anstoßen, uns dann auch nicht groß weiter darum kümmern, das wäre dann deren Aufgabe. Und egal, ob wir aus einem Dokument einen Folgeprozess angestoßen haben oder nicht, springen wir dann erstmal wieder zurück an den DocConf, übergeben die Informationen, ob wir was gestartet haben oder nicht und haben dann die Folgeprozessverarbeitung abgeschlossen bzw. angestoßen und springen in unseren letzten Subprozess in den Doc-Arch und legen die Aktivität im CRM an und jedes der drei Dokumente wird archiviert und an die Aktivität angehangen. Dann sind wir technisch mit der Archivierung auch fertig und springen einmal zurück nochmal in unseren DocConf, haben die Konsolidierung abgeschlossen und dann auch den E-Mail-Prozess und dann ist die Mail samt aller Dokumente im CRM, alles ist sauber im Archiv abgelegt und alle Prozessinstanzen sind durchgelaufen. Ja, Lessons learned aus 2 Jahren Prozessentwicklung. Wir haben ein paar Themen rausgesucht, die wir über die Zeit als sehr hilfreich empfunden haben. Das sind sowohl Camunda-Funktionen als auch eigene Hilfsmittel. Und wie man gerade schon gesehen hat, die Zusammenhänge zwischen unseren 6, 7, 8 Prozessen sind ziemlich eng und schon die Verarbeitung so einer relativ einfachen Mail mit 2 Anhängen kann ganz schnell komplex werden. Und um da als Entwickler, aber auch als Fachbereich den Überblick zu behalten und bei fehlerhafter Verarbeitung schneller aussagefähig zu sein, haben wir C3PO entwickelt, unser Camunda Enhanced Process Overview Tool. Das Ganze ist im Endeffekt einfach eine Webseite, die aus Camunda Cockpit zugreift und dort Informationen abzieht und die gefiltert aufbereitet. Also wir gehen da über die Camunda REST API und fragen die Informationen ab, die wir halt gerade konfiguriert haben und zeigen die dann strukturiert auf dieser Webseite an. Das Ganze hat den schönen Vorteil, dass wir mehrere Variablen aus verschiedenen Prozesskontexten hier anzeigen können. Also
im Camunda Cockpit, was ja auch eine sehr gute grafische Aufbereitung dieser ganzen Prozessverarbeitung bietet, kann man immer nur einen Prozess und damit den variablen Haushalt von einem Prozess anschauen. Und wie schon gerade gezeigt, haben wir meistens mehrere Prozesse, die an einer Verarbeitung beteiligt sind und möchten halt einfach einen schnellen Überblick haben, was genau so bei uns passiert ist. Das heißt, wie sieht das Ganze aus? Wir kommen ja gerade aus der Prozesssicht, deswegen lege ich die jetzt einfach einmal drüber. So sieht so eine Verarbeitung ungefähr aus, wenn dann alle Informationen da drauf sind. Fürs Gefühl, das sind jetzt Informationen aus 12 Prozesskontexten. Also wir durchlaufen bei einer Verarbeitung mindestens 6 Prozesskontexte und 12 ist eine ganz typische Durchschnittszahl, also mit 3-4 Anhängen. Wenn Schadenfall ist, kommen mal eben 20 Fotos rein oder auch mehr andere Dokumente und dann wird es auch hier sogar schnell unübersichtlich, aber immer noch deutlich, deutlich übersichtlicher, als wenn man jetzt im Browser 10 Tabs aufmachen muss, um sich diese Informationen zusammenzusuchen. Einen großen Vorteil bietet das Ganze auch noch. Markus und ich kommen jetzt natürlich aus der eher technischen Prozessperspektive, aber C3PO bietet uns die Möglichkeit, das Ganze auch auf einer bisschen höheren, fachlicheren Flugebene zu verkaufen. Unsere fachbereichsnäheren Kollegen müssen ja einfach nicht das tiefe technische Verständnis von den Prozessen haben und auch von dem Ablauf der technischen Verarbeitung, sondern sollen vor allem das, was sie nämlich interessiert, die fachlichen Informationen, schnell zugänglich haben. Und deswegen kann man das Ganze hier auch als fachbereichsnahe Kollege sehr schön lesen. Wir sehen oben einfach die Eingangskanalinformationen, also meine E-Mail mit ein paar Dokumenten. Dann das aus verschiedenen einzelnen Dokumenten Daten extrahiert und validiert wurden. Dass alle 5 Dokumente jetzt hier durch die Klassifizierung gelaufen sind und was da so rausgekommen ist. Und natürlich unten einmal, was haben wir denn dann daraus gemacht? Was haben wir für ein Paket geschnürt und ins CRM gegeben? Und wie ist dann die Verteilung zustande gekommen, wie sie denn dann abgelaufen ist? Also auch das eine schöne Möglichkeit, ein bisschen adressatenorientiert hier Informationen aufzubereiten, da wir das frei konfigurieren können, was wir anzeigen und wie wir das einbetten. Ja, wie sieht das Ganze aus? Hier ist jetzt einfach mal so eine Beispielseite. Man steigt hier oben ein mit der Prozessinstanz-ID, die man ja eigentlich irgendwo in seinem System dann finden sollte. Und dann baut sich die Seite auf. Wir haben die groben Metainformationen jetzt hier einer E-Mail, also den Betreff, Empfänger und Absender, Datum. Da kann man sich dann einfach nochmal vergewissern, dass man sich jetzt auch hier gerade den richtigen Fall anschaut. Und hier jetzt die obere Hälfte, wir sehen gleich die untere Hälfte auch noch, die Prozesskontexte der Validierung. Und hier sieht man ganz schön diesen iterativen Ansatz dieser Subprozesse, also dass für jedes Dokument dieser E-Mail einmal der Validierungsprozess aufgerufen wird, also wir zu einer E-Mail 3 Prozesskontexte hier aufrufen und da Informationen abziehen. Also eine erhebliche Zeitersparnis, alles auf einen Blick zu sehen. Der untere Teil, also hier die Klassifizierung und unten die Konsolidierung, zeigt nochmal, was wir auch häufig machen, also zum einen das Nachvollziehen, aber auch das Evaluieren von unseren neuen Methodiken, die wir dann bei einem neuen Release irgendwie mit rausgebracht haben, einfach mal an Einzelfällen zu schauen, funktionieren die Logiken, die wir uns ausgedacht haben. Im Blau sieht man jetzt hier unsere 3 möglichen Klassifikatoren. Also wir haben eine KI, die nach Daten, nach Dokumentart klassifizieren kann. Eine Schlagwortsuche, also die auf regelbasierten Systemen halt eine Klassifikation vorschlägt. Und Data Matrix Codes, das sind im Endeffekt kleine QR-Codes, die wir auf Dokumente drucken, die dann später zu uns zurückkommen, irgendwas, was ausgefüllt, wieder zurückkommt. Und was dann natürlich auch ganz einfach technisch ausgelesen werden kann. Und dann kann man ja auch schon von vornherein draufschreiben, was das für ein Dokument ist. Und in grün sieht man dann, für was wir uns entschieden haben. Also für das erste Dokument haben wir Maklermandat übernommen, und zwar von der Schlagwortsuche. Allerdings hat die KI das Gleiche vorgeschlagen. Und wäre jetzt so ein Beispiel, wo man sich vielleicht mal angucken könnte, warum entscheiden wir uns dann hier für die Schlagwortsuche. Die KI ist vielleicht mittlerweile auch für die Dokumentart sicher genug trainiert, dass wir hier auch das KI-Ergebnis hätten übernehmen können.
Andersrum sehen wir hier, Bankverbindungsänderung wurde nur von der KI klassifiziert, die anderen beiden sind leer geblieben. Können wir jetzt schauen, warum ist das so, ist das okay? Ne? Da können wir dann verschiedene fachliche Vorgehensweisen auch wieder daraus ableiten und einfach generell schauen, machen wir da überhaupt das Richtige in unseren Prozessen. Ja, hier unten die Zusammenfassung nochmal, VN-Wechsel, also hier das zweite Dokument wurde als wichtigstes Dokument jetzt hier ja, konsolidiert, also wurde sich entschieden, dass das das Wichtigste ist, dass das die Information ist, die der Sachbearbeiter als erstes auf den Tisch kriegen soll, wenn er diese E-Mail dann verarbeitet. Und ja, hier kann man dann einfach nochmal schauen, was am Ende bei rausgekommen ist. Letzter Punkt zu C3PO. Es ist auch gerade aus Entwicklersicht eine wahnsinnige Arbeitserleichterung, dass der Fachbereich mithelfen kann, Fehler zu finden. Jeder, der irgendwie auch mal im Backend unterwegs war, weiß, nur weil man irgendwie vorne weiß, was falsch ist, heißt das noch lange nicht, dass man weiß, warum das jetzt falsch ist und wo dieser Fehler denn jetzt herkommt. Und da haben wir für uns einfach die wichtigsten Links zu jedem Prozesskontext oder zu jedem Dokument hinterlegt, sodass wir einfach verschiedene schnelle Einstiegspunkte für detailliertere Fehlersuche mit einem Klick hier bereitstehen haben. Wir können Neverpile-Informationen für jedem Dokument abrufen. Wir können mit einem Klick das Dokument uns nochmal anzeigen lassen, um zu schauen, was war das überhaupt für ein Zettel. Wir können HOCR und OCR-Informationen, also die Volltexte, uns nochmal anschauen. Das Datenmodell aus der Elastic laden, also anschauen, was haben wir alles an Daten während des Prozesses gesammelt. Und das eigentlich Allerwichtigste, wir haben den Einstieg in direkt den Subprozesskontext dieses Dokumentes, also hier in den Doc-Class von genau dem Dokument. Das spart uns einfach Zeit, dass wir den nicht erst raussuchen müssen. Und im Kamunda-Cockpit sieht man natürlich noch viel, viel mehr Informationen, historische Variablenverläufe und so weiter. Da geht es dann ein bisschen tiefer rein, wenn man dann einen Fehler wirklich nachverfolgen muss. Neben C3PO haben wir natürlich auch noch einiges anderes gelernt, angewendet und unter anderem als ersten Punkt, wie man schon vielleicht gemerkt hat, wir nutzen häufig das Konstrukt der Collectivity, also dass sich die Prozesse quasi relativ einfach gegenseitig aufrufen. Das hat den Vorteil, dass man als User im Cockpit schnell zwischen den Prozesskontexten hin und her springen kann, aber auch, dass sowas wie C3PO überhaupt möglich ist, dass sich das quasi über die Prozessinstanz des Hauptprozesses alle Subprozessinstanzen automatisch ziehen lassen. Und was auch dazu kommt, ist, dass das Variablen-Mapping einfach sehr komfortabel ist. Also beim Programmieren muss man da nicht so viel aufpassen, muss nicht so viel mappen. Da bietet Kamunda einfach eine sehr einfache Übergabe der Variablen an. Und wenn das mal nicht möglich ist, dass wir dieses Collectivity-Konstrukt nutzen, dann sind wir mittlerweile dazu übergegangen, in den Business Keys des Prozess, der aufgerufen wird, also wenn man per Service Call einen Prozess aufruft, dann kann man später nicht so leicht herausfinden, welcher Prozess hat denn den jetzt aufgerufen, und wir übergeben da mittlerweile dann halt immer die ID im Business Key. Dann lässt es sich nämlich über das Cockpit auch leicht herausfinden, wo der Prozess denn jetzt eigentlich herkommt, wer den gestartet hat, und wir verlieren auch da dann nicht den Überblick. Zum Thema Fehlervermeidung. Wir hatten am Anfang eigentlich alles als Service-Task, und bei Services ist es dann, auch wenn das nicht so sein sollte, doch manchmal so, dass sie nicht immer erreichbar sind. Und wenn man synchrone Service-Aufrufe hat, dann häufen sich da ganz schnell die Fehler. Also wenn das Netzwerk mal kurz nicht erreichbar ist, der Service nicht da ist und wir gleichzeitig ein Sturmereignis haben und pro Minute ein paar hundert Mails reinkommen, dann sieht das gleich ganz unschön aus im Cockpit und die roten Tokens werden immer mehr. Und da haben wir mittlerweile fast überall automatisierte Wiederholversuche. Da kann man einfach hier in Kamunda hinterlegen, versuch es erst 3-4 Mal, bevor du mir einen Fehler anzeigst. Und das führt dazu, dass wir fast gar keine Fehler mehr wegen irgendwelcher Connection-Probleme haben, weil die meisten Services ja dann doch nach ein paar Sekunden, spätestens Minuten wieder da sind. Und das hat uns einfach viel Zeit gespart, da manuell immer eingreifen zu müssen. Ja, wie schon gesagt, das meiste waren Service-Tasks, synchrone Service-Tasks, und wir haben festgestellt, dass bei den
zeitintensiveren Aufgaben wie Konvertierung von Dokumenten, Volltextextraktion oder auch KI-Klassifikation der Dokumentart, das mit den synchronen Serviceaufrufen nicht so sinnig ist und mittlerweile auf externe Tasks umgestellt. Das ist gerade für diese performance-lastigen Aufgaben sehr praktikabel und läuft jetzt auch deutlich stabiler. Und dazu kann man die externen Tasks auch für die Priorisierung ein wenig nutzen. Wir haben immer das Problem, dass wir, wenn wir Sturmereignisse oder generell viel Last haben, dass wir aufpassen müssen, dass die wichtigeren Eingangskanäle schneller abgearbeitet werden als nicht ganz so zeitkritische. Also Beispiel vom Anfang, diese Multifunktionsscanner. Das sind Scanner, die sitzen in den Filialen und die Mitarbeiter legen da Dokumente drauf, scannen die und erwarten, dass das innerhalb von Minuten im CRM vor ihnen auf dem Bildschirm auftaucht und sie weiterarbeiten können daran. So, und das ist natürlich zeitkritischer als ein Kunde, der eine Mail schickt oder sogar ein Kunde, der einen Brief schickt, weil der erwartet nicht, dass da innerhalb von einer Stunde was passiert und auch nicht innerhalb von 5 Minuten. Und deswegen nutzen wir sowohl bei den externen Tasks diese Priorisierungsmöglichkeiten als auch von Camunda selbst angeboten, diese Job Priorities. Das letzte große Thema, bei dem wir viel gelernt haben über die Zeit, sind die Entscheidungstabellen. Also wir haben sowohl kleine und übersichtliche Tabellen als auch etwas größere und die, das sind technische Informationen zum Teil abgelegt, aber auch viel Fachlichkeit. Und eine Art von DMNs, auf die wir eingehen wollten, sind die Multi-Instanz-DMNs, da wir in den Prozessen häufig ein Regelwerk auf jedes Objekt einer Liste anwenden möchten. Also zum Beispiel, zu einem Dokument werden viele Nummern gefunden und wir wollen jede Nummer dieses Dokuments dann validieren oder irgendwas damit tun. Und genauso für dieses Beispiel hier, alle Dokumente eines Verbundes sollen eine Priorität bekommen. Also wir haben unsere E-Mail mit unseren 3 Dokumenten, Anschreiben, Foto und Rechnung und wollen jetzt hier schauen, was ist denn das Wichtigste, wohin soll diese Mail geroutet werden, welcher Sachbearbeiter muss sich das anschauen. Und wenn man jetzt hier mal schaut, Regel 7, da steht die Rechnung als Dokumentart drin, hätte also eine Priorität von 50. Jetzt kommt es hier darauf an, ob das Anschreiben als Anschreiben klassifiziert, generelle Anschreibung, man weiß nicht genau, was drinsteckt, oder ob wir schon erkannt haben, dass es eine Schadenmeldung ist, dann wäre das sogar noch eine bisschen wichtigere Priorität. Wir haben festgestellt, man muss sich sehr klar überlegen, was möchte man bei dem iterativen Durchlauf einer DMN speichern oder was möchte man entscheiden. Also man lässt die Regel etwas entscheiden und im zweiten Schritt, man möchte diese Information abspeichern zu diesem Dokument. Also haben wir es mittlerweile fast immer so gestaltet, dass wir die DMN haben, die iterativ durch Dokumente durchläuft und im Listener, der bei jedem Aufruf aufgerufen wird, speichern wir die Information. Und dann haben wir immer so eine Art Gesamtlistener, der die gespeicherten Informationen dann auch tatsächlich auswertet. Also wir haben alle Dokumente durchgeschickt und dann wissen wir zu jedem Dokument die Priorität. Und erst dann können wir ja wirklich sehen, was jetzt die höchste Priorität hat und daraufhin entscheiden, sagen, so, das ist unser wichtigstes Dokument. Bitte, route nach diesem Dokument. Und eine zweite, große und interessante DMN, die wir bei uns im Prozess mittlerweile hassen und lieben gelernt haben, ist diese übersichtliche Tabelle, die unser Schlagwortregelwerk von einem sehr alten, unübersichtlichen, intransparenten System in eine immerhin übersichtlichere Entscheidungstabelle übersetzt hat. Abgesehen von der fachlichen Richtigkeit, die hier auch schon schwierig zu pflegen ist, ist die technische Korrektheit auch nicht immer ganz so einfach abzusichern. Wir haben, wie man sieht, hier viele Skripte innerhalb der Zellen und wir haben viele Änderungsanforderungen bei dieser Tabelle. Das heißt, die wird 1-2 Mal die Woche, manchmal sogar häufiger geändert und wir müssen sicherstellen, dass wir nicht ständig irgendwas Falsches in unsere Prozesse hochladen, dann wieder alle Instanzen da hängen bleiben und wir wieder daran müssen. Ein Problem dabei ist, dass das Ganze ja im Camunda Modeler gepflegt wird und der keinen direkten Syntax-Check hat, sodass so ein Klammerfehler bei so einem Skript überhaupt nicht auffällt. Und
Da haben wir uns mittlerweile selbst geholfen und so ein automatisiertes Huvi-Skript-Testing in Java einfach eingebaut, dass die DMNs nicht nur auf ja, DMN-Korrektheit geprüft werden, sondern auch innerhalb der Zellen die Skripte auf Syntaxfehler ja, getestet werden. Ja, zwei andere interessante Facts, die wir bei dieser Tabelle mittlerweile rausgefunden haben. Wir haben einmal hier den Volltext als Input und haben festgestellt, mehr als 4000 Zeichen möchte so eine Entscheidungstabelle nicht als Input haben. Der wird also immer gekürzt. Bei den Zeilen haben wir das Maximum noch nicht erreicht. Wir sind bei den 440 Zeilen angekommen. Da geht wahrscheinlich noch was. Die wird auch schon gewachsen sein. Also der Screenshot ist schon ein, zwei Wochen alt. Da gibt es schon mehr Zeilen. Und auch hier haben wir mittlerweile festgestellt, selbst wenn wir sagen, fachlich ist diese Tabelle total der Bringer und die nimmt uns viel Arbeit ab an Klassifikationen, was die KI vielleicht noch nicht kann, weil die Trainingsdaten noch nicht da waren. Und wir können hier so eine Übergangsklassifikation von Dingen machen, bis die KI das dann gelernt hat. Haben wir einfach auch technische Nachteile als Pflege, Testen und aber auch vor allem der Speicherplatz. Also für jeden DMN-Durchlauf werden die Inputs und die Outputs gespeichert. Bei einer großen Input-Variable wie dem Volltext macht das eine Menge Speicherplatz aus. Und ja, das ist so ein Punkt, wo wir durchaus sehen, vielleicht kann man das Ganze irgendwie effizienter gestalten. Ja, und dann kommt man zu dem Punkt, jetzt haben wir viel gelernt, wir haben viele Ansätze für Verbesserungsmöglichkeiten und wie so häufig kümmern wir uns dann doch eher um die Weiterentwicklung. Also die Systeme laufen ja, naja, die DMN ist groß, aber sie funktioniert ja und sie macht den Job, den sie machen soll und der Speicherplatz ist ja auch eigentlich Probleme von irgendwie den Datenbankkollegen. Und typischerweise landet das Wissen dann irgendwie in Schubladen oder in so einer PowerPoint-Präsentation, aber der Weg in die Praxis gestaltet sich dann doch eher schwierig. Und ja, durch die Fusion der Provinzial Nordwest und der Provinzial Rheinland im letzten Jahr sind wir jetzt der Provinzialkonzern. Und wir, also Markus und ich und die neuen Kollegen, mittlerweile sind wir eigentlich schon lange ein Team, haben jetzt die spannende Aufgabe, eine gemeinsame Eingangspostverarbeitung als Prozess aufzubauen. Das heißt, wir sind in der glücklichen Lage, jetzt eigentlich alles nochmal von vorne machen zu können, alles, was wir gelernt haben, mitzunehmen und in diese neue Verarbeitung einfließen zu lassen. Hier schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis zum Anfang. Also das Bild ist so das Grobkonzept, was wir jetzt so haben. Da steht noch keine einzige Zeile Code. Also ist, wir sind wirklich gerade in der Phase, wo wir uns überlegen, wie soll das aussehen. Und wie Markus vorhin gesagt hat, wir hatten ursprünglich einen generischen Prozess geplant vor zwei, drei Jahren. Und wir werden das jetzt einfach nochmal so versuchen, sind auch sehr zuversichtlich, dass das diesmal klappt, weil wir diese funktionsgekapselten Subprozesse behalten werden. Also die Komplexität, die wir ganz am Anfang hatten, weswegen das dann irgendwie gescheitert ist, die wird jetzt weiterhin ausgelagert in diesen Subprozessen bleiben. Und der Input All, also der gesamte Eingangskanal für alle Eingangskanäle laufen durch diesen Eingangsprozess, muss eigentlich nur die Digitalisierung der Post übernehmen und ja, den Aufruf der Subprozesse, sodass das eigentlich überschaubar sein sollte, was das Konstrukt am Ende tut. Hinten hat sich ein bisschen mehr geändert, weil wir jetzt Altsysteme anwenden müssen, neue Systeme und so weiter. Für die Eingangspost gar nicht so wichtig. Für uns kommen eher andere spannende Themen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren wahrscheinlich auf den Tisch. Da ist zum einen die Verdoppelung der Auslastung. Wir haben einfach demnächst die doppelte Eingangspost in den Prozessen und müssen schauen, wie können wir die Performance beibehalten, vielleicht steigern. Wie machen wir das mit dem Datenhaushalt? Ja? Wie machen wir das mit so großen DMNs? Können wir das effizienter gestalten? Aktuell wollen wir eigentlich unbedingt die Prozesskontexte schlanker halten, als sie aktuell sind und eher so einen externen Variablenhaushalt neben dem Prozesskontext ablegen, vielleicht in einer anderen Datenbank, sodass wir ein bisschen freier sind und nicht so schnell den Camunda-Prozesshaushalt so groß werden lassen. Ein weiterer Punkt ist, wollen wir Standalone-Prozesse einsetzen oder gibt es Situationen, an denen wir auf dieses Collectivity-Prinzip nicht verzichten wollen, weil das ja auch so seine Vorteile hat. Und natürlich mit viel Post kommt viel Priorisierung. Wie stellen wir sicher, dass das wichtigste, zeitintensive, äh, zeit,
sensitive Post schnell verarbeitet wird, im Gegensatz zu ein wenig gemütlicheren Eingangskanälen wie Papier oder so. Ja, viele spannende Themen, die wir in nächster Zeit haben werden, und wir sind, glaube ich, selber sehr gespannt, wie das dann irgendwie in ein, zwei Jahren aussehen wird, und ja, hoffen, dass wir dann wieder viel gelernt haben über unsere Eingangskanäle und euch vielleicht hier nochmal was vorstellen können. Vielen Dank, und jetzt freuen wir uns auf Fragen. Ja, super. Vielen Dank für euren Vortrag. Das war wirklich sehr interessant und sehr spannend, welche Reise ihr da gemacht habt und dass ihr das quasi jetzt mit dem, was ihr gelernt habt, nochmal versuchen wollt, quasi etwas generischer aufzustellen. Und auch die Visualisierung, da gab es auch schon Lob für, also das ist wirklich sehr gut rübergekommen. Danke dafür erstmal. Ja, dann vielleicht mal eine Frage zum Start. Ihr habt ja diesen C3PO für eure Prozessanalysen, für Prozessinstanzen. Und da ist auch jetzt die Frage, ihr habt schon darauf eingegangen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Fehlerfälle habt, wie ihr damit umgeht, was macht ihr eigentlich, wenn die auftauchen? Eine Frage war, was könnt ihr diese Fehler, diese Retries auch direkt über diese Oberfläche triggern? Also könnt ihr das auch manuell steuern quasi? Das ist die erste Frage. Und die zweite, die mich auch so ein bisschen umtreibt, wie hoch ist eigentlich mittlerweile so aktuell so eure Fehlerrate? Also ihr habt ja gesagt, Dokumente, die nicht erkannt werden, oder einfach, wie hoch ist so die Rate bei euch im Moment da? Also was diesen Retry angeht, also wir können auf jeden Fall über das Camunda Cockpit können wir einzelne Fehlerfälle, die aufgetaucht sind, retryen. Der Vorteil dabei ist, wir sehen halt den gesamten Variablenhaushalt, können genau sehen, warum ist das gerade auf Fehler gelaufen, und können gegebenenfalls sogar diese Variablen so manipulieren, dass er dann beim Retry auch wirklich durchgeht. Wenn das alles nichts hilft und das kommt ab und zu mal vor, dann kann man auch sagen, das ist jetzt nur eine DMN-Entscheidung, die ist jetzt vielleicht nur auf die Schlagwortsuche bezogen. Dann überspringe ich diesen Punkt einfach und sage, ich gehe einfach einen Schritt weiter und gehe in die nächste Activity und lasse da dann den Prozess weiterlaufen. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Also es kommt auch in der Regel nicht so häufig vor. Durch diese Retry-Cycles, die wir eingebaut haben, müssen wir eigentlich nicht so oft den Retry-Knopf drücken. Okay. Was die zweite Frage angeht, Jule, du kannst gerne auch antworten. Ja, genau. Also C3PO ist eher für diese Einzelfälle, und jetzt so generelle statistische Auswertungen sind auch für uns sehr interessant, und wir nutzen, oder die Provinzial bietet ja auch dieses Camunda Optimize an, wo man eher aus Prozessseite natürlich Auswertungen fahren kann, wie viele Prozessinstanzen sind in welcher Zeit durchgelaufen. Das nutzen wir definitiv, und da können wir auch immer schön sehen, Sturmereignisse oder Netzwerkschwankungen bei uns, wann gab es die Probleme. Aus der fachlicheren Perspektive, wie gut ist die Verarbeitung? Das ist ja auch ein sehr beliebtes Thema. Ist das jetzt besser als vorher oder nicht? Erstens ist die Frage sehr schwierig, aber auch da sind wir dabei. Also wir nutzen Power BI und die Daten, sowohl aus unserem Datenmodell als auch aus den Prozesskontexten, werden nach Power BI durch unser System, Data Warehouse System, weitergeleitet, und wir können da dann Prozessberichte bauen. Aktuell ist es etwas verzögert intern, also wir brennen eigentlich auch gerade darauf, dass unsere neuen Prozesse endlich auch mal den neuen aktuellen Stand der Variablen haben, weil uns das natürlich auch sehr interessiert. Wir können aktuell schön auswerten, wann hat denn welcher Klassifikator geschlagen, also welches Ergebnis haben wir übernommen. Aber ein Punkt, der uns halt zum Beispiel auch sehr interessiert, ist dieses, wie oft hat denn die KI genau das Gleiche gesagt wie die Schlagwortsuche, und können wir dann, weil das war eigentlich diese ursprüngliche Idee, die KI braucht Trainingsdaten, aber viele, wie kriegen wir die? Das heißt, wir bauen Schlagwortregeln, die erstmal regelbasiert dann Dokumente klassifizieren, das im produktiven Betrieb natürlich viele richtig klassifizierte Dokumente erzeugt, und die nehmen wir zum Trainieren, und dann lernt die KI nach und nach diese Schlagwortregeln quasi durch die Trainingsdaten, und wir können die Regeln auch nach und nach wieder abbauen, weil die KI das dann kann. Und genau für diesen Zweck brauchen wir natürlich auch eine gute Auswertung, um das dann zu fahren. Und es ist alles in Arbeit, es ist dann natürlich intern, hängt das auch von unseren Projekten ab, die intern die Daten Data Warehouse organisieren, aber ja, da haben wir zurzeit halt eingeschränkte Möglichkeiten, aber wir sind dabei, dass das immer detailliertere Berichte gibt. Und ob man jetzt sagen kann, wie oft haben wir eine Dokumentart oder wie oft haben wir keine, ist auch nicht so ganz einfach, weil wir laufen ja auch eine Nachklassifizierung, das heißt, da wird dann manuell nachklassifiziert, manche Sachen ist sich der Fachbereich überhaupt nicht einig,
ob es dafür eine Dokumentart gibt oder nicht. Wie jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, ne, ein Anschreiben ist als Anschreiben erstmal richtig klassifiziert. Wäre als Schadenmeldung vielleicht schöner, aber auch nicht immer. Also das sind selbst die Fachbereiche untereinander sich nicht ganz sicher. Ne? Ja. Matthias, hast du noch eine Frage? Ja, hier kommt gerade direkt noch eine in den Chat rein, die greife ich gerade auf. Ich habe sie noch nicht zu Ende gelesen, aber ich versuche es mal ad hoc. Genau, ich glaube, es geht um Variablen im Cockpit, wenn da was geändert wird, so in Richtung Revision. Wie geht ihr mit diesen Anforderungen um? Habt ihr diese Anforderungen? Stichwort Dokumentation der Eingriffe, die da passiert sind. Wenn ihr in die Produktion eingreift, reicht euch das Aktivitätenlog im Carmunda Cockpit? Oder braucht ihr irgendwie noch weiteres darüber hinaus oder habt ihr noch weitere Maßnahmen getroffen, um da revisionssicher agieren zu können? Also grundsätzlich versuchen wir natürlich nicht in diesen Variablenhaushalt einzugreifen. Es gibt einfach Konstellationen und Fehler, wo das unabdingbar ist. Da müssen wir einfach mal ran. Deswegen haben wir ja dieses Datenmodell entwickelt. Also wir speichern so viel wie möglich in einer NoSQL-Datenbank als Datenmodell, um halt eine Transparenz zu schaffen. Das wird auch nicht gelöscht. Die Variablen in Carmunda, ich glaube, wir sind bei 60 Tagen. Also wir haben eine History von 60 Tagen, wo wir rückwirkend dann nochmal mit Prozessinstanzen gucken können, was ist da eigentlich passiert. Ansonsten muss halt der Datenhaushalt im Datenmodell reichen. Ich hoffe, damit ist die Frage halbwegs beantwortet. Ja, Jule, noch ein Punkt. Also wir tauschen ja zum Beispiel auch DMNs aus im Live-Betrieb. Im besten Fall selten, aber wir haben ein relativ starres Konstrukt von Release und Wochenfixen und manchmal ist dann doch der Fachbereich sehr hinterher, irgendwelche Akutprobleme, wenn dann irgendwas reinkommt, dann doch da irgendwie mit abzufangen. Und dafür haben wir so ein Change-System, da muss man so einen Change-Antrag stellen und da wird dann dokumentiert, hier alte Tabelle, neue Tabelle, dann wird getauscht aus dem und dem super wichtigen Grund und dann ist das damit dokumentiert. Wenn wir in der Produktion tatsächlich Variablen manipulieren, dann sind das aber eigentlich auch nie fachliche Variablen, sondern wirklich nur technisch, dass irgendwo doch eine Nullprüfung aus irgendwelchen Gründen ist, das in P aufgetaucht und wir haben es in Y nicht ordentlich getestet, ist nicht aufgefallen, dann ist das meistens nur sowas, dass man da dann halt irgendwie ja, aus einem Nullwert irgendwie was macht, damit das technisch verarbeitet werden kann. Eigentlich nie irgendwas, was fachlich irgendeine Bedeutung hätte. Sind ja auch nur Entscheidungen, die wir manipulieren. An den Dokumenten selber manipulieren wir ja nichts. Also der Volltext wird nie manipuliert und die eigentlichen Images, die dann revisionssicher im Archiv landen, die bleiben natürlich auch alle, wie sie sind. Und die lassen sich halt auch noch rückwirkend sehr lange in Augenschein nehmen, um da dann mögliche Fehler vielleicht oder Problematiken dann aufzuklären. Ja, ich glaube, die Frage ist beantwortet. Es kam ein Danke in dem Chat. Wenn noch Detaildiskussion dazu nötig ist, vielleicht ja gleich in der Speakers Corner. Genau. Ja, damit sind wir auch schon mit der Zeit durch. Also wie gesagt, ihr könnt gerne dann auch nochmal in die Speakers Corner schauen und noch Fragen stellen.